Ich bin bereit. So, moin zusammen. Wir sind hier zu dritt unterwegs und ich weiß, die beiden hassen diese mittelgroßen Maps, so wie Schule und Prison. Ich habe absolut nichts gegen die Schule, aber die beiden werden sich jetzt gleich wieder freuen. Also 25% Sanity kommt, glaube ich, automatisch. Smudge, ja, machbar. Escape during a hunt. Okay, das muss man mit dem Smudge dann kombinieren. Nadel durchkommen, ist Ja. ja fast kaum möglich. Das sind wieder eure Lieblingsmaps heute, ne? Prison, Schule. Total, total. Oh mein Gott. Wir sind. Ah, jetzt ist da so eine blöde Schlaufe drin. Wir sind gleich wieder da. So, Okay. wir sind in der Schule. Der Breaker ist links am Eingang. Das Aber heißt, wo ich wieder. ich werde da mal reinhüpfen. Dann gehe ich wieder rechts ran. Okay. Ich gehe jetzt links rein, weil da der Breaker ist. Ich mache für die anderen schon mal das Licht an. Das heißt, wenn nachher einer das Thermo dann benutzt, um den Geist zu finden, damit der dann auch schon das Gebäude aufgewärmt wurde. Ich hoffe, der Geist lässt den Breaker auch am Anfang mal was in Ruhe. So, show us. Okay, wir hören gar nichts. Totenstille. Strom läuft. Where are you? Are you here? Also was ich als erstes dann immer mache, ich gehe überall durch, gucke nach offenen Türen, ob vielleicht der Geist in einem dieser Räume ist. Hier ist keine Tür. Und mache alle offenen Türen dann im Anschluss zu. Und wenn ich später nochmal hierher zurückkomme und eine Tür ist doch offen und ich weiß, ich habe sie zugemacht, dann weiß ich, ah, das war wohl der Geist. Hier ist zum Beispiel eine offen. Are you here? Show us. Where are you? Give us a sign. Are you here? Und wenn du das Hab machst, dann mache ich sie zu. Wo ist er? Befürchtet nur Ge na, Klassenzimmergeist bei uns auf der Seite. Unten rechts oder oben rechts? Unten. Okay. Bin unterwegs. So, ich mache das jetzt auch so. Ich lasse mit Absicht meine Kerze und ein Feuerzeug hier, falls er den Breaker killt, dass man den ganz gemütlich von hier aus wieder anmachen kann, ohne Sanity zu verlieren. Das heißt, ich muss mir jetzt nur ein neues Feuerzeug schnappen und irgendein Item, vielleicht ein Kruzifix oder eine Fotokamera, damit wir dann sofort ein bisschen was am Geisterraum machen können, dass wir den absichern können, weil es könnte ja immer noch ein Demon sein. Weil das Frieren, das dauert manchmal etwas, bis das passiert. So, wir sind jetzt mit einem. Also, irgendwie haben wir hier keinen Lichtschalter. Okay, ich bin gleich da, dann gucken wir mal. Kein Lichtschalter? Okay, bei manchen Räumen sind die Lichtschalter was komisch. Okay, das hat einer wohl schon vorbereitet. Ich hätte es Ihnen Nee, der, vorgenommen, aber nee, nee, das der ist ist hier für nicht. den anderen Flug. Da in dem Raum Da ist in er dem Raum drin und ist er da drin und da irgendwie kein Lichtschalter gefunden. ist er auf der anderen Seite vielleicht? Ah, nee, der hat wirklich keinen Lichtschalter irgendwie. Das ist doch nicht richtig, oder? Das ist ja komisch. Die Lampe hier geht Die aber Lampe hier geht besser aber. als gar Das nichts. war Okay. gut. Aber er ist definitiv hier drin. Ja. Also ich würde sagen, kein Gefrier erstmals. Okay, ich pack mal den Smudgy hier auf die Bank mit einem Feuerzeug, dass wir den wiederfinden. Blöde Sau, ey. Kein Lichtschalter da drin. Ja, der hat sich einen tollen Raum ausgesucht. Ja. Sollen wir Aber der erstmal hat sich auch die. gleich wieder verraten. Sollen wir erstmal die Items nur hier zu der Tür bringen, um die Sanity zu Ja, erhalten? Ja, würde ich würde machen. Okay, dann sind wir gleich wieder da. So, die Dann lass meisten nochmal. Ja, Items komm, jetzt schmeiß ich hier. nochmal mein Feuerzeug hier hin. Okay, ich bringe schon mal Da die habe ich erste gestern. Fuhre rein. Okay, da habe ich gestern einen gesehen, der schimpft sich selber so irgendwie Phasmo-Profi, weil er vom Level über 1000 ist. Und ich dachte mir so oft, oh Junge, nee, total verplant. Über 1000? Niedlich. Ja, ich meine, ich bin ja auch noch nicht 1000, ne? Aber so beim Geister herausfinden und sowas und wie oft der gestorben ist und. Also das war dann doch schon eher so dieses, ja, nee, also vom Profi hätte ich jetzt mehr erwartet.
Ja, das ist manchmal lustig. Manche, die reden auch irgendein Zeugs daher und ich sage denen dann mit meinem hohen Level, nee, das ist aber so und so. Und die wollen einem das einfach nicht glauben, bis es denen eben genau ins Gesicht springt. Ja, ich meine, bei zwei Geistern dabei, das hatte er schnell raus und so, das war ganz gut. Aber so, was die Verstecke angeht, was so, ja, allgemein so dieses Gameplay angeht, also ich bin mit Sicherheit auch kein Profi, aber da dachte ich mir teilweise, hey, das hätte ich besser hingekriegt und schneller. Ja, es gibt eben bei dem Spiel gibt es verschiedene Arten, es zu spielen. Es gibt ja einmal diese Variante, was viele machen, ne? Direkt handeln lassen, direkt extra voll aggressiv. Und dann gibt es die, wie wir das machen, eben eher so chillig, so wie das Spiel auch gedacht ist, so erstmal Investigation machen und sowas. Ja, das hat er ja auch gemacht, aber wie gesagt, das war so. Oh, ich dachte mir halt, geht besser, schneller, effektiver. Ihr könnt den Gin durchstreichen, der Breaker ist tot. Was sagt das EMF? EMF 2. Wir haben hier gerade wieder einen lustigen Bug. Das Licht hier im Klassenraum, diese Stehlampe, die ich angemacht habe, leuchtet immer noch. Der Bug ist lustig. Oh, Mann. Okay, ich habe vorhin nämlich noch gedacht, als wir die Items hier am Reinwerfen waren, oh, der Boyker ist die ganze Zeit an, vielleicht ist es ein Das ist Gin. doch ein Bug, den man gerne nimmt. Kümmert sich jemand schon um den Breaker oder soll ich kurz rüberlaufen? Hingehen. Ich habe eh eine Taschenlampe dabei. Ja, da liegt eine Kerze und ein Feuerzeug, die kannst du dir dann auch nehmen, um die Sanity so lang kurz zu bewahren. Ach, jetzt kommt es auf diesen Moment auch nicht drauf an. Gleich erster Raum rechts war der, ne? Der ist, wenn du reingehst, dann gehst du rechts und da ist ja dann die Treppe. Der ist unter der Treppe. Ah, da, okay, ja. Dann weiß ich Bescheid. Sorry, Leute, jetzt ist es gerade etwas dunkel. Ich sehe sehr viel. Ich weiß nicht, ob ihr genug gleich sehen Ich frage könnt. mich gerade nur, wer hier zur Schule gehen will. Also freiwillig. Na, hier geht keiner mehr zur Schule. In der Beschreibung im Ladescreen von dieser Map steht dran, dass das Gebäude schon seit Jahrzehnten leer steht. Also. Ah, Wraith ist übrigens auch raus, er ist ins Salz getreten. So. Das heißt, Wraith, Jin, raus. Wo waren der nochmal? Hier hinten. Hier bei mir. Der Geisterer? Hier, der ist da hinten. Oh, der klingelt gerade wieder. Immer dem Telefon nach. Genau, Telefon. Der Direktor möchte deine Eltern rufen. Oh Gott, bitte nicht. Also da, wo der Salzpottich drin liegt, das ist schon fotografiert. Das war ich. Ja, ich habe schon gesehen, da hinten die Tür war ja noch offen. Also da, wo der Hast du Salzpottich schon drin ist, das ist fotografiert, nur ein Salzfüßchen. Smudgy ins Versteck geschmissen? Nee, noch nicht, aber ich kann jetzt den einen mal mitbringen, der hier liegt. Oh, ich schmeiß ihn rein. Ich schmeiß ihn in die hinterste Kabine. Ich muss mal eben kurz runter. Ich würde dann eben so lange im Truck warten. Ja, okay. Dann ist sie unser Sanity Keeper. Hier, das willst du als Versteck nehmen, ne? So, ich habe jetzt hier noch eine UV-Lampe, falls der die Tür antätschelt. Also Dots habe ich bis jetzt noch keine gesehen. Orbis auch nicht. Da steht eine Kamera in der Ecke und da liegen zwei Fotokameras auch bei den Dots. Und der hat die Lampe hier ausgemacht, der kleine Arsch. So. Ein Buch liegt auch schon da. Und er hat schon wieder einen Breaker gekillt. Diesmal mache ich ihn an. So, dann müssen wir kurz den Breaker anmachen.
her, falls du irgendwas jetzt gesagt hast in der ganzen Zeit. Ich habe dich nicht gehört. Also ich habe das Letzte, was ich gehört habe, war mit den Smudge Sticks. Ja. Ja, meine. Ich mache uns dann mal eben den Highway. Okay, da liegt noch ein Bewegungssensor. Den kannst du ja ruhig mit dazu packen, wenn du willst. Ich gehe da mal kurz den Breaker anmachen. Die Kerze und das Feuerzeug sind noch da, ne? Ja. Okay, perfekt. So. Dann ist das ein kleiner, langer Marsch. Ach, hier in der Toilette, okay. Okay, dann ist er sehr weit gewandert, wenn er dahin gelaufen ist. Oder Stalker. Oder Twin. Moment mal, warum ist das Licht hier aus? Ach so, es ist an, okay. So, der Strom läuft wieder. Also er hat uns jetzt wohl Dirty Water gegeben, was wirklich sehr, sehr weit weg ist von seinem Geisterraum. Ja, das ist, glaube ich, kein normales Urnen gewesen. Das heißt, ich würde es mal runterbrechen zu Wraith. Wraith ist eh raus. Banshee, Phantom, Mimic und Twin. Weil das sind die einzigen, die so etwas können. Gucken wir mal ganz kurz, nehmen wir noch ein paar Items vom Fragment und checken mal ganz kurz das Board, ob da irgendwas Auffälliges ist. Nee, wie es aussieht, nicht. Sanity 86, okay. Nehmen wir noch den mit. Und den, noch ein bisschen extra Licht, warum nicht? So, gleich wieder da. Der Geist ist ein Arschkeks, der hat gerade wieder den Breaker gekillt, aber es kann kein Hanzo sein, weil es friert ja nicht im Geisterraum. Also. Ich warte jetzt einmal so lange draußen, sonst ist meine Sanity gleich am Arsch. Ja, wir sind, glaube ich, beide so irgendwas um die 68%, als ich gerade kurz im Truck war. So, das heißt, nochmal hier rüber. Nochmal den Breaker anmachen. Mal schauen, wie lange er uns jetzt in Ruhe lässt. Okay, Strom läuft wieder. Ich hoffe, der lässt den Breaker jetzt mal in Ruhe. Okay. War das mein Schritt oder? Wir haben irgendwie noch keinen gehört. Nee, noch nicht. Wir waren ja die meiste Zeit jetzt Sachen am Hin- und Herschieben, anstatt Beweise am Suchen. Also EMF 5 habe ich bis jetzt noch keines gesehen. Ich habe vorhin immer bei der Gelegenheit das EMF dran gehalten. Da war noch nichts gewesen. Okay. Ich will den Sensor. Aber EMF geht auf jeden Fall tüchtig. Habe es an eine gute Position gelegt. Mal schauen. Irgendwas Besonderes. Das ist keine Twinter Action. Okay, der Durchschnitt der Sanity ist bei 71%. Zwischen 66 und 71 am Schwanken. Okay. So. PC, alles klar mit dir? Muss ich so laufen? Komisch, ich box ihn dann mal. Komischerweise, wenn ich so laufe, ist meine FPS super. Keine Ahnung, was das ist. Ach, was will man mal schlau werden? Das Gebäude ist wahrscheinlich doch so aufwendig. Okay, dann haben wir unseren Beweis. Du warst gerade eben noch bei 57%. Trotzdem müssen wir... Wo ist eigentlich das... Ah, da ist das andere Kruzi. So, zweites Kruzi und zweite Videokamera sind unterwegs, falls es vielleicht auch ein Mimik ist. Können wir nämlich auch. Also gucken. Bei mir ist gerade ein Rotlicht-Event wieder im Zimmer. Ah, okay, das kann dir ein bisschen extra Sanity jetzt gekostet haben. Ja, das kostet mich jetzt gerade so richtig Sanity hier, wenn dieses Rotlicht-Event. Ist hier noch eine Kamera? Nein, hier ist keine Kamera mehr. Was ist denn das da, hä? Was? Okay, ein Zirkel, ein lustiger Bug. Was auch immer.
Whatever. Oh mein Gott, der wirft jetzt hier aber auch fleißig rum. Okay, viele Salzfüßchen. So. Okay. Wir mal schauen, wie es mit ihrer Sanity gleich aussieht, ob die schnell runterrasselt. Die habe ich gerade zugemacht. Nicht, dass sie gleich Panik kriegt und denkt, ah, der Geist hauntet. Haben wir hier noch einen Dots? Oh, EMF ist gut. Smudge ist gut. Okay. Die Footsteps sind, glaube ich, alle durch. Nein, ich schaffe es doch nicht so schnell. Er schmeißt sehr viel rum. Ja, hat er gerade eben auch und ich hatte keine Kamera. Show us, give us a sign. Are you here? Natürlich, jetzt bin ich wieder drin. Jetzt macht er wieder nichts. Ah, da ist der andere Dots. Ich glaube, den packe ich mal hier hin, dass wir den gleich auch kommen sehen. Wenn er in unsere Nähe kommt. So, letzte Buchhand, letzter Fotoapparat sind auf dem Weg, aber wir haben ja schon den einen Beweis. Siehst du, das Buch brauche ich ja gar nicht mehr. Ich weiß leider nicht, was er geworfen hat, sonst hätte ich es fotografiert. Wo liegen eigentlich alle Smudgies? Einen habe ich in der Hand. Versteck. Und einer liegt eine, hier. Ja. Aber hier drin lag doch auch eben noch einer, oder nicht? Den zweiten, den ich hier geholt habe, der war von der Tür gewesen, von die wir da hinten eben hingelegt haben. Hä? Warte mal, einer ist im Versteck, einer liegt draußen auf der Bank, einen hast du. Ja, der von der Bank vorhin, den hatte ich ja ganz am Anfang da hingelegt und dann lag vorhin einer an der Eingangstür, den habe ich jetzt mit hier hingebracht noch von vorhin. Ich glaube, einer ist im Truck, oder? Ist noch einer im Truck? Ich weiß es gar nicht genau. Ach ja, hier ist das zweite Kruzifix, falls der nachher versucht zu handeln, obwohl wir machen ja eh kein Foto, aber da aus der Ecke siehst du es dann aufleuchten. Achso, Fotos sind eh voll. Ja. Eigentlich müssen wir doch jetzt nur noch warten, dass er mal handelt, ne? Wir müssen mal deine Sanity checken, falls es ein Moroi ist. Ich wünsche Stimmt. mir, dass es ein Deochen ist. Das wäre so cool, ey. Den könnten wir hier komplett kiten. Ich lasse mal eins mal auf der Bank hier für nachher, falls ich noch was mitnehmen will. Dann gehen wir jetzt einmal Sanity prüfen und den letzten Smudgy mitnehmen. Ja, genau. Ich habe den einen Dots auch extra da in den Flur getan, dass wir nachher auch was sehen. Mhm. Weil du weißt ja, wie die Ratten immer sind. Die killen ja immer kurz vorm Hand gerne den Breaker. Und der ist ja jetzt mega weit weg. Kleinen Arschkekse. Das machen die das ja stimmt. immer. Das machen die ja immer gerne, wenn man kurz vor der Hunting Range ist. Oder die fressen die Kruzifixe auf und dann lassen die ewig auf sich warten, bis sie handeln und killen dann den Breaker und dann war's das. Oh ja. Nee, hier ist kein Smudgy. Hä? Wo ist denn dann der letzte? Weil einer lag vorhin an der Eingangstür, den habe ich mitgenommen. Oh, guck mal. Achso, EMF. Das sieht doch nach EMF aus, oder? Guck mal. Oh. Was sagtest du, wie war meine Sanity? Die war vorhin bei 57. Wir hatten kein Event. Aber meine ist ja jetzt auch... ich habe ja keine Antwort bekommen auf die Spiritbox. Und meine ist ja jetzt trotzdem auch runtergerasselt. Wahrscheinlich durch das Hin- und Herlaufen, weil ich war eben noch irgendwas über 60. Ich kann mal kurz mit einer Kerze reingehen. Ja, hier ist noch eine und beim Breaker ist noch eine. Ich habe eine. Hast du ich eine? Ich habe jetzt eine in der Hand. Okay, warte mal, der andere Smudge liegt ja vielleicht hier irgendwo auf dem Boden, weil die sehen dann so komisch grau aus. Nee, hier ist er auch nicht. Komisch. Ja, vielleicht finden wir ihn drin gleich. Oder vielleicht ist er doch im Versteck. Also, ich war jetzt bei 36. Warte, ich habe vorhin einen Smudge noch bei dem Versteck mit hingelegt. Ich glaube, im Versteck sind zwei. Ah, okay. Das fällt mir gerade ein. Ich glaube, den habe ich vorhin da mit reingeworfen, den zweiten. Dann ist ja gut.
So, also ich war bei 36%. Jetzt dürfte ich ja eigentlich nicht weiter runterfrösteln. Außer er huntet natürlich. Wir müssen jetzt gucken, ob er jetzt huntet, weil so können wir den Leochen auch rausfinden. Wer ist denn noch auf der Liste? Der hat schon wieder was angemacht. Ich glaube nicht, dass das ein Mäher oder ein Onryo ist. Der hätte schon längst hunten können. Oh, benutzt er gerade einen Kruzi? Oder meine ich das nur? Ich bin mir nicht so sicher. Lol, das hier glitscht total. Das ist doch bestimmt ein Twin. Wie geht das? Ein Twin oder ein Andere. Phantom? Ich hole mir mal eben auch noch mal hier ein Smudgy. Ja, hier also das. Hier ist kein... Doch, hier ist einer. Okay, ich habe ihn gesehen. Mal die Kurzis checken, weil wenn der jetzt versucht hat zu handeln, ist der Ofen aus. Oder warst du das gerade? Das war ich gerade gewesen. Also Kruzis hat er noch nicht angerührt. Mimik, der einen Shade macht? Nee, dann hätten wir ja einen Orbi schon gesehen. Nee, ich habe jetzt keinen Orb gesehen. Warte mal, ich kann noch mal kurz hier durchhavern. Nee, also auf Anhieb jetzt sehe ich hier so keinen Orb. Ich kann die mal hier so stehen lassen, die Kamera. Falls wir später gucken müssen. Die Map ist voll buggy. Ja, gerade eben hatte ich so eine komische Graffiti-Schrift, die war auch so komisch buggy. Mhm. Und da die Kerze da hinten, wenn man da sich bewegt. Okay, da hinten ist er. Ja, das hatte ich nämlich auch gerade. Show us, give us a sign. Are you here? Komisch ist, dass er nicht huntet. Wir müssten mal mit den Kerzen das auch testen. Ja, das war gerade an der Tür. Der kann aber auch sein, dass er wurmt. Das war nicht dieses Telefon hier. Das war nebenan. Der schmeißt nebenan Zeug. Hier war schon... Hier vielleicht? Nee. Hast du dieses Licht da angemacht? Hier in dem Chemielabor? Nee, das habe ich nicht angemacht. Das hier? Nee. Dann ist mehr raus. Ein Meer kann kein Licht anmachen. Ja, okay, aber du siehst, er ist gerade wieder aus dem Raum raus oder rein? Das war ich gerade... das fühlt sich sehr nach Twins an. Twins oder? Obwohl, da hinten war ja jetzt gerade keiner von uns. Da, jetzt kommt er wieder raus. Vielleicht Phantom, Twins, irgendwie sowas. Obwohl, die Ochen kann auch sehr weit roamen. Wir müssen mal gucken, ob der zu uns kommt. Wir können uns mal hier hinter den Sensor hocken. Komisch ist, dass er noch nicht versucht zu handeln. Mimik? Obwohl, nee. Ja, dann hätten wir aber einen Orb gesehen. Wir können aber nachher noch mal gucken an den Kameras. Aber ein Mimik kann ja auch zum Beispiel einen Demon mimiken. Der hat gerade wieder was geworfen. Poltergeist ist ja auch noch drin, ne? Aber hier in der Schule gibt es nicht so viele bewegliche Objekte, leider. Der wird schwierig, der wird schwierig. Woher kommen wir? Hast du das gerade gehört? Das Telefon hat geklingelt und kurz danach war ein Wurf irgendwo. Oder habe ich mich verhört? Nee, das habe ich auch gehört. Also sehr wahrscheinlich fühlt sich das nach Twin an. Aber warum huntet der noch nicht? Das hören wir aber nachher an der Geschwindigkeit, ob das ein Twin ist. Wir müssen mal ein bisschen hinhören, ob noch mal so eine Aktion kommt. Fühlt sich wirklich nach Twin an. Also zu uns kommen tut er nicht. Also ich denke mal, Phantom ist es nicht. Und das war schon wieder der Breaker. Pass auf, der Handel gleich. Bestimmt. Ich laufe jetzt bestimmt nicht zum Breaker. Nee. Würde ich jetzt auch nicht. Okay, ich denke mal, das ist... Du auch nicht? Twins. Okay. Nee, lass den ruhig aus. Wir haben ja hier die ganzen Sachen. Sam will auch nicht, genau. Der Sam sollte lieber keinen Strom anfassen. Nee, Sam will lieber fressen haben. Oh, das war doch jetzt bestimmt ein Kruzi. Ja, glaube ich auch. Ich gehe mal schauen, weil man hat ja 25 Sekunden jetzt Zeit. Sehr merkwürdig. Nee, er hat nur was geworfen. Immer noch kein Kruzi benutzt.
ist sehr komisch. Vielleicht ist es doch ein Deochen. Aber das klang eben nach einer Twinter Action. Are you here? Show us. Where are you? Oh Gott, ein Deochen im Dunkeln kiten. Na, dann ist es vielleicht gar nicht so gut, wenn wir direkt in der Kabine schon stehen, ne? Damit wir noch an ihm vorbeikommen, sollte es einer sein. Zur Not können wir den hier reinkommen lassen, warten, bis er auf uns zuläuft. Der wird ja extrem langsam kurz vor uns. Dann smudgen wir den, laufen durch den durch, schnappen uns die Taschenlampen auf dem Weg nach draußen und laufen einfach hier rechts rum. Du kannst auch links rum, also egal wo du langläufst, du hast einen großen Kreis, den du locker laufen kannst mit dem. Also das war jetzt gerade erst die Tür und dann hat das Telefon direkt danach geklingelt. Oh, Event hier. Du hast aber weit gewurmt. Das würde zu einem Deochen schon passen. Also jetzt ist die Sanity auf jeden Fall unten. Das kann sein, dass er jetzt gleich hier anfängt zu handeln. Wir müssen aufpassen. Komm, geh raus, Geist. Geh raus. Wir sehen es am Sensor, wenn er geht. Er ist, glaube ich, noch hier. Wir müssen aufpassen. Ist er immer noch hier? Ich habe es gesehen, wie der Atem in dich reingeflogen ist. Ja, irgendwie steht er auf mich. Er löst den Sensor aber nicht aus. Komisch. Okay, ich denke mal, jetzt hat er versucht zu handeln. Ich gehe mal gucken. Man könnte es auch mit der Spirit Box testen. Das klang wieder nach einem Doppel. Okay, erster Angriffsversuch. Ich denke mal, wir waren bei 40 Sanity und er wirft hier fleißig Sachen rum. Schau mir mal die eine hier. Scheinbar immer noch nicht hier rausgelaufen. Es geht los. Ich bleib extra mal hier im Flur. Ist ein Twin, der ist langsam verstecken. Weil er so langsam ist. Ich glaube, er ist fertig. Es ist ein Moroi, der ist zu langsam für einen Twin. Ja, er ist fertig. Ich habe nur mal aus Angst gesmatscht, weil der so nah gekommen ist. Das ist ein Moroi, weil der mega langsam war. Der war wirklich sehr langsam. Weil das war zu langsam für einen Main Twin. Ja, der hat uns ganz schön an der Nase rumgeführt. Der hat einen auf Twin gemacht, einen auf Deochen. Komisch, deine Sanity ist gar nicht so schnell runtergerasselt, obwohl er dir geantwortet hat. Ich denke schon, aber du bist ja auch viel im Dunkeln rumgelaufen und sowas. Ja, da sieht man mal, wie man sich täuschen kann. Aber das sehen wir jetzt gleich. Also ich hatte, das Event galt ja wohl eben mir. Obwohl. Ja, und dank Svea ist der jetzt auch nicht so schnell gewesen. Deshalb war der auch so langsam, weil sie die Sanity uns die ganze Zeit hochhält. Aber guck mal, wir haben fast gleich viel. Das wundert mich dann jetzt doch so ein bisschen. Ja, das finde ich ja auch so komisch. Wir hatten ja vorhin auch fast gleich viel. Oh mein Gott, wir müssen ihm noch entkommen während des Hans. Wie hoch ist der Durchschnitt, wenn wir beide auf 0 sind und Svea bleibt auf der 75? Da müssen wir 75 durch 3 nehmen, ne? Mhm. 25 dann. Ja, dann wird der schon ein bisschen schneller. So schnell, wie er jetzt gerade war, könnte man den locker durch die Gegend kiten. Wir haben noch einmal Pillen da. Willst du die Pillen mitnehmen und wir kiten den einfach mal eine Runde durch die Gegend? Dann muss ich soll die Pillen mitnehmen oder nehmen? Mitnehmen nur. Und du nimmst die dann nachher, wenn du merkst, der wird schneller während des Hands. Weil ja, hast du noch eine Hand frei?
Ich habe jetzt die Taschenlampe hier, aber ich kann die auch weglegen. Dann machen wir einfach kurz den Breaker mal an. So, das heißt, wir machen jetzt kurz den Breaker an und versuchen den gleich mal zu kypen. Mal gucken, wie das klappt. Oh mein Gott, du bist es eigentlich. Sorry. Ich habe die Aufnahme vergessen. Wir haben den gerade gekitet, aber er hat Line of Sight Geschwindigkeit gehabt, der Moroi. Das heißt, wir müssen ihn verstecken. Ja, du warst, bist wie ein Geist. Hm. Und ich, Vollidiot, hab gerade nicht aufgenommen. Ha, ich hab's aufgenommen. Mann. Was ist passiert? Wir haben versucht, den zu kiten. Sind wir aber nicht bei 25%. Ja, das heißt, Svea müsste sich einmal da drin verfluchen lassen. Ach, shit. Nee, wir brauchen die Aufgabe nicht. Muss jetzt nicht sein, dass deshalb jemand stirbt. Also, wir denken mal, es ist ein Moroi. Haben wir Beweise? Also, welche Beweise haben wir? Die Spirit Geisterbox. Geisterbox, okay. Dann schauen wir mal. Also, Orb sehe ich keine. Nein, ich habe auch keine Orbs gesehen. Ich habe auch vorhin ein paar Mal geguckt, also sind wirklich keine Orbs drin, also ist es kein Mimic. Aber das wusste ich gar nicht, dass ein Moroi bei Line of Sight so beschleunigt. Aber beim ersten Hand war er wirklich extrem langsam und der Einzige, der das sein kann, ist wirklich der Moroi, wenn die Sanity noch hoch war. Weil der Twin ist nicht so langsam, es kann nur der Moroi sein eigentlich, von der Geschwindigkeit her. Also haben wir wieder was Neues gelernt, ein Moroi beschleunigt bei Line of Sight. Okay. Ich dachte, es ist wirklich fest an die Sanity fixiert, wie zum Beispiel beim Hantu an die Temperaturen, seine Geschwindigkeit. Aber beim Moroi ist es wohl doch auch Line-of-Sight-Beschleunigung, kann er machen. Also muss man aufpassen, den kann man nicht kiten. Ein Hantu kann man kiten, wenn der Breaker an ist in der Schule. Ja, mach nichts. Ich wäre ja nur fast gestorben. Ja, ich habe ja immer geguckt, wie nah er bei dir ist und extra immer gesmatscht dann. Das hat ja geklappt, zum Glück. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, er ist obsessed von mir. Ja, das sah auch gerade eben lustig aus, wie er dir hinterher gelaufen ist. Tja. Okay, sollen wir mit Moroi fahren? Ja. Okay, dann Abfahrt. Oh Mann, Leute, sorry, ich habe vergessen aufzunehmen. Wir haben ihn versucht zu kiten, haben gemerkt, er wird immer schneller und schneller. Sie hat Pillen genommen, er wird nicht langsamer, er wird schneller und schneller. Wir haben gesmatcht, sind durch ihn durch zu unserem Versteck zurück und ich habe gesehen, wie sie... Welcome back. I've got some jobs ready. What? Warum war der so extrem langsam beim ersten Hand? Hallo? Okay, Leute, vergesst, doch, was ich gesagt habe. Ha! Aber der war doch viel zu langsam beim ersten Hand. Das waren keine 90%. Doch ein Zwilling. Das gibt's nicht, ey. Okay, jetzt hat uns ein Zwilling dran gekriegt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.